Das klappt nicht. Csak gyűjtsd az erőt, szükséged lesz rá. Krieg meine Kombos gerade nicht mehr hin. Oh, jetzt muss ich aufpassen. So, wo ist noch einer? Da vorne schießt noch einer. Ja, der Kriegshammer ist schon echt brutal jetzt hier. Muss man wirklich sagen. Gleich mal hier schauen, dass wir Spieler verbinden. Ist das sonstiges drin, oder? Einmal verbannt. Ist immer noch Kampf. Irgendwo muss noch einer sein. Da vorne ist er. Aber was trinken, was machen wir schnell? Nahrung. Was haben wir denn hier? Ringelblumenaufguss anwenden, essen. Anscheinend ist hier noch irgendjemand. Jetzt nicht mehr. Okay, plündern. Vielleicht ist es das, was ich gemeint habe, wo ich die Kumanen gefunden habe. Also ich suche noch ein Kumanenlager, das wäre nicht mehr... Jetzt nehmen wir bloß die wichtigsten Sachen mit. Kettenhaube, der kumanische Bogen, Helm, Verbände, wer weiß nicht, verstärktes kumanisches Kettenhemd kann ich auch mitnehmen. Boah, es wird alles schwer. Den Rest können wir lassen. So, jetzt wird es dunkel. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich die restlichen Kumanen noch finde. Bevor es hier ganz dunkel ist. Was ist denn hier einigermaßen was wert? Armschienen, Bogen, der Helm, schwere Lamellenrüstung. Ja, ich glaube, da muss ich tatsächlich mal ein bisschen vergleichen jetzt, was ich auch selber anziehe. Das müsste reichen. Jetzt bin ich echt gespannt, was wir in ungarische Säbel nehmen auch mit. Kettenhaube, Bunthaube. Schwere Lamellenrüstung, was haben wir denn hier für Charisma 4? Verbinden nehmen wir auch mit. Das müsste einer müsste noch rumliegen irgendwo. Ein oder zwei, gell? So, jetzt ist es dunkel und ich finde die anderen Hundlinge nicht mehr.
Wo war denn das? Mist. Das habe ich ja günstig gemacht hier. Es müssten noch ein, zwei rumliegen. Die finde ich nicht mehr. War ich ja schon bei beiden, oder? Hier war noch jemand. Kettenhaube. Boah. Kommandische Anführer, Lamellenschulterplatten. Lamellenschulterplatten. Müssen wir alles mal vergleichen. Schwere Lamellenrüstung, Kettenhemd. Verbände nehmen wir auch mit. Wiegen nicht viel. Ja, jetzt sind wir aber echt voll. Jetzt müssen wir auf nach Ratei. Das alles verkaufen. Holzschild. Laden wir das ganze Gerümpel jetzt nochmal zum Pferd rüber. Was wiegt denn da mit viel? Edle Kettenhaube, Satteltasche. Ich glaube, wir müssen jetzt eine Stunde lang nur einkaufen. Goldene Sporen. Wir erhöhen auch das Charisma. Wo rüsten wir die aus? Jagdhandschuhe. Satteltasche, Kettenhaube. Ah, den Anführerhelm. Aber ich glaube, die tauchen bei Questmaske des Kommandführers. Nee, muss ich doch wieder zurücknehmen. Satteltasche. Immer noch 50 Kilo zu schwer. Wahrscheinlich ist auch gleich mein Panzerhandschuh des Leibadels. Was habe ich denn jetzt für Handschuhe an? Das wird ein Spaß, jetzt alles zu verkaufen. Kommandischer Bogen, Satteltasche, Satteltasche. Wann bin ich leicht genug? Okay. Ja. Einmal aufsitzen. Ja! Und ich denke mal, speichern wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Das müsste eigentlich der Weg sein Richtung Tarnberg. Stock, ja, da hinten sehe ich schon Lichter. Dann legen wir es nochmal beim Wirt ab, speichern ab und reiten in der Früh dann endlich nach Ratei. Jetzt erstmal durchkommen. Hoffentlich passiert hier nichts mehr. Ja. Aber interessant, nach zwei Wochen nicht spielen, dass ich dann doch wieder so ein paar Sachen vergessen habe. Also zum Beispiel dieses eine Kommandolager, das wurmt mich jetzt ein bisschen, weil es da noch eine Kiste gab. So. Da sind wir. Unser Bett müsste hoffentlich noch bezahlt sein. Leiter benutzen. In der Früh gehen wir noch zum Herrn Robert. Habe ich noch irgendwas zu lesen? Eigentlich. Sonstiges. Schatzkarten. Ja, ich bin auf der Suche nach Geld jetzt. Vielleicht muss ich auch mal ein paar Schatzkarten mehr einverleiben. Ein paar Schatzkarten anschauen. Gräser.
Und Kräuter. Habe ich schon gelesen, kann auch weg. Satteltasche, Heerschleder. Ich glaube, ich habe gerade keine Bücher mehr dabei. Gell? Was haben wir im Pferd noch drin? Marathon 4. Kann es nach Stufe 15, das haben wir noch nicht. Lesebuch 2, kann es erreichen nach Stufe 10 gelesen werden? Was haben wir denn für eine Stufe? Fertigkeiten lesen. 10. Kann ich lesen, das Buch? Dann nehmen wir das Buch doch noch ins Inventar. Marathon, erster 15, Grundlagen des Reitens. Haben wir auch schon. Ich muss die ganzen Sachen tatsächlich mal verkaufen oder in die Kiste tun. Gräser und Kräuter haben wir auch schon gelesen, oder? Ja. Okay. Dann lesen wir das eine Buch noch. Dazu muss ich mich jetzt auch nicht unbedingt hinsetzen. Lesen, einmal lesen. Jetzt machen wir bloß eine Stunde. Den Rest machen wir dann quasi im Schlaf. Gut. Einmal zurück und dann legen wir uns ins Bett. Licht aus. Schlafen und speichern. Schatzen Auszeit hat 78. Der Herr Robert, der schläft bestimmt lange, oder? Wir machen bis um 9. Schlafen uns einmal ordentlich aus. Ja, und wahrscheinlich, muss man überlegen, also das ganze Zeug jetzt zu verkaufen, das wird wahrscheinlich ziemlich aufwendig werden. Ich würde fast dazu tendieren zu sagen, dass ich das vielleicht tatsächlich dann mal ausfallen lasse, in Anführungsstrichen für YouTube auch. Es wird eine Menge Zeit in Anspruch nehmen und viel hin und her geschaufelt sein. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht so wirklich relevant und wichtig zum Zuschauen. So, ein neuer Morgen. Wir stecken noch mal ein paar Sachen in die Kiste rein. Gefunden, Inventar. Falls uns unterwegs noch mal was passiert, können wir hier noch mal einiges rausnehmen. Habe ich gar nichts mehr. Ist alles im Pferd drin, oder? Wie voll ist denn unser Pferd eigentlich? Ne, hier habe ich quasi nicht mehr viel zum Weglegen. Ne. Habe ich im Pferd noch irgendwas drin, was wir brauchen können? Pferd 334,9 von 346 ist eigentlich auch schon echt voll. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt die schwersten Gegenstände hier raus und stecken die auch in die Kiste, dass ich noch Platz habe. Weil wenn Banditen kommen, dann nehmen wir sie natürlich mit. Kumanisch Holzschild ins Inventar. Zimmermanns Axt. So, alles ins Inventar. Und dann packt man das in die Kiste und dann geht's los. Zeit wird's. Inventar. Waffen. Verschieben. Verschieben, verschieben. Was für einen Bogen habe ich denn jetzt eigentlich ausgerüstet? Kein Bogen ausgerüstet, oder? Doch, den Eschenlangen Bogen. Dann kann man den Eibenbogen wegmachen. Ja, sollte ausreichen. Los geht's. Ich bin ja im privaten Bereich. Rechnung nicht mehr bezahlt, oder was? Okay, hier sind wir raus. Schaut's aus mit Hunger. Sattheit 74. Da können wir uns nochmal schnell hier bedienen. Und dann muss ich zugeben, in den Topf geben.
Habe ich da schon gegessen? Ne, habe ich schon gegessen. Geht nichts. So, und ich denke, wir sollten jetzt mal die, für das, was wir jetzt hier machen, die Schnellreisefunktion nutzen. Ledetschko, komm, direkt nach Ratai. Und da verkaufen wir. Da müssen wir dann, müssen wir ins Schloss, oder? Ja, einmal nach Ratai. Einmal schnell reisen. Ach, Moment. Stopp, abbrechen, abbrechen. Wie kann ich es abbrechen? Ich wollte noch zum Robert. Wilderer. Ein Wilderer nebst seiner frischen Leckbeute Glück, das hatte dich noch nicht bemerkt. Untersuchen. Wir reden mal mit ihm. Was darf sein? Ist Wilderei nicht, naja, verboten? Ich bin kein Wilderer. Und was bist du dann? Ich bin reisender Metzger. Reisender Metzger ist auch gut. Ein reisender Metzger? Ja, natürlich. Glaub's mir oder lass es. Aber sag mir, was du kaufen möchtest. Na ja, komm. Zeig mir, was du im Angebot hast. 15 Hasenfleisch. Ich habe ja immer noch diese Quest mit diesem Hasenfleisch, aber das Problem ist, wenn ich die jetzt hier kaufe, das vergammelt mir alles bis dahin. Ich habe nämlich noch keine... Komm, wir lassen das. Mir war es eigentlich nur wichtig, dass wir anhalten. Ich muss noch einmal nach Ratai zurück zum Herrn Robert. Ja. Der gibt uns dann noch den Auftrag für ein neues Kumanlager, denke ich. Und dann geht's endlich nach Ratai. Versprochen. Ah, da bin ich falsch. Uah. Kommt davon. Zu lange nicht hier gewesen. Ja. Da vorne rechts. Und in die Burg müssen wir auch nicht rein. Zur Burgfräulein. Und ihr wisst ja, ich nenne sie immer Burgfräulein, obwohl sie keins mehr ist. Einmal hier den Abschneider. Beim Robert Bescheid geben. Ach, schön. Bin froh, dass ich endlich wieder spielen kann. So. Schön, dich zu sehen. Freue mich auch. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. So gefällt mir das. 53 Kutschen, super. Offenbar gab es auf der Straße nach Rovna Ärger. Vermutlich haben die Hunde in einem Minenschacht in den Wäldern ein weiteres Lager. Ich verstehe. Das ist gut. Ich habe Trophäen. Zeig her. Rovna, da reitet man dann eh noch hoch so nach Privislavitz. Junge, du wütest, als wärst du Gottes Vollstrecker. Vielleicht können wir noch was üben. Verteidigung, glaube ich, geht nichts mehr. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Da sind wir fast aus... gemerkst. Ich will ein Meister werden. Gut, aber nur gegen Silber. Was kostet uns das? 1600. Ja, vielleicht ein anderes vielleicht Mal. Ein anderes Mal. Streitkolben. Ich möchte mit dem Streitkolben üben. Selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, ob ich schon Stufe 10 habe. Ich will ein Meister werden. Es ist noch kein Meister. Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musste was auf dem Kasten. Okay. Fehlt uns noch mal was? Vielleicht ein anderes Mal? Ich denke darüber nach. Was kann man eigentlich mit dem Typen hier drin machen? Kann man mit dem auch üben? Der ist einfach nur ein Wächter. So, Schnellreise oder so reiten, das ist die Frage. Talmberg. Wo war dieses andere Kumanenlager? Na komm, wir machen mal schnell reisen. Ja. Oh, Schnellreise innerhalb eines Schlosses nicht so gut möglich.
Vielleicht fällt es mir jetzt hier unterwegs wieder ein. Es gab mal ein Kumanenlager. Da bin ich, das war mit so einem großen Stein, da war ich schon zweimal. Und ich hatte da noch nicht die Fähigkeit, dass ich, wenn ich leicht angetrunken bin, schwere Schlösser knacken kann. Du bist in den Hinterhalt geraten und ein unbekannter bewaffneter Mann greift dich an. Verteidige dich oder fliehe. Wir verteidigen uns. Komm her, du Ficker! Komm dir auf die Komm Fresse. Her, du Ficker! Wo ist er? Ach komm! Ist nicht dein Ernst, oder? Ja. Hast weiche Knie. Haut jetzt ab, oder? Ja. Dachte ich mir noch. Da läuft er. Ja, lass mal laufen. Einmal schnell reisen, jawohl. Ich bin übrigens überrascht. Es gibt einige Leute, die sagen, dass die Schnellreise bei mir so lange dauert. Ich habe aber auch schon viele Kommentare gelesen auf YouTube, dass es bei vielen Leuten ebenfalls so langsam ist. Also ich bin da offensichtlich nicht die große Ausnahme. Das geht anderen Leuten anscheinend genauso. Weiß auch nicht, woran es liegen kann. CPU-Power? Dass es dann so langsam geht? Und ihr habt ja gesehen, auch nach wie vor, ich werde nicht allzu häufig schnell reisen. Bin natürlich am besten davon weggekommen, alle Wege zu reiten, weil es sind manchmal doch schon sehr, sehr lange Wege. Und ab und zu denke ich jetzt für diese Geschichte, wir reiten ja hauptsächlich nach Rathai, um die Sachen zu verkaufen. Da denke ich, kann man auch mal mit der Schnellreise dann einfach hinreiten. So. Da sind wir also. Und ich würde sagen, ich reite jetzt hier in die Stadt und das werden wir jetzt hier überspringen. Also ich werde, ja, ich werde die Sachen aus der Kiste hier holen. Dann werde ich die Sachen nach und nach verkaufen. Und wenn das erledigt ist, dann sehen wir uns quasi wieder. Puh, geschafft. Ein bisschen anderer Ort hier. Wir haben jetzt ja, fast eine Stunde Sachen gekauft, verkauft, repariert und natürlich verklickt. Hatte auch ein, zwei Sachen verkauft, die ich wieder zurückkaufen musste aus Versehen. Aber wir sind jetzt um einiges reicher. Wir haben jetzt knappe 15.000 auf der hohen Kante, was nicht so viel ist, wie ich ja mittlerweile weiß, für die Ortschaft. Aber ich würde sagen, wir reiten jetzt mal zum Vogt. Müssen wir überhaupt zum Vogt reiten? Ich glaube schon, gell, für die Quest. Gehen wir nochmal näher ran. Achso, muss ich die Quest erstmal aktivieren noch. Questlog. So, hier. Was war das? Was war denn nochmal? Steinschlag. Sasa-Unfall. Ist auch interessant. Nur drei. Ein Mann Gottes. Was habe ich denn? Eine kostspielige Schlägerei. Nehmen wir jetzt mal raus. Der Schatz. Plündernde Kumanen. Ah, hier oben. Okay. Alles, was glitzert, das müsste es sein, oder? Was haben wir hier zu tun? Nee. Vergeltung. Aktuelle Aufgabe. Auch nicht. Sag einmal, welche Quest war jetzt das? Tief im Walde. Da ist es, tief im Walde. Überbringe dem Ratter Herr Vogt das Dokument. Das machen wir jetzt. Dann auf zum Vogt. So, tief im Walde. Dann schauen wir mal zum Vogt. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das jetzt hier geldmäßig abläuft. Hallo? Grüß Gott. So, bald von Angesicht zu Angesicht, Herr Vogt. Gott, ich mit meinen abgeranzten Klamotten hier.
Ich überbringe ein Dokument von Herrn Divish. Es betrifft den Wiederaufbau von Pribislavitz. Das Dorf, aus dem du die Banditen verjagt hast? Ganz genau. Dann stimmt es also. Gut, gut. Lass mich einen Blick darauf werfen. Hier ist es. Dann wollen wir mal sehen. Ich soll bekannt machen, dass Pribislavitz neue Siedler sucht, die dort leben und arbeiten. Herr Ratzig und Herr Hanusch sind wohl damit einverstanden. Wenn das so ist, will ich nicht zaudern. Bitte begleite mich. Gott sei mit dir. Muss ich mir dann auch so einen lustigen Hut besorgen. Aber momentan brauchen wir erstmal das Geld für andere Sachen. Sorge dafür, dass der Vogt die öffentliche Bekanntmachung macht. Ankündigung. Oh nein, und ich in meinen abgeranzten Klamotten. Na gut. Die Leute kennen mich als Mann des Volkes. Und immer bereit, für ihre Freiheit zu kämpfen. Habe ich den blauen Chaperon eigentlich verkauft? Ich glaube schon, gell? Aber blau passt ja eh nicht. Unsere Farben sind rot und gelb. Macht ihr das auf dem Marktplatz? Knoblauchsuppe für den Winter, Zwiebelsuppe für den Frühling, Knoblauchsuppe für den Gaumen und Pflaumen gegen Ächzen und Raunen. Ja, ist gut jetzt. Brot, Brot, Semmeln und Brezeln. Zwiebeln, die die stärksten Männer zum Weinen bringen. Die hört nicht auf. Ich präsentiere mich auf meinem Pferd. So. Oder muss ich zu ihm hochgehen? Ich glaube, ich gehe mal zu ihm hoch. Ah, der Marktplatz füllt sich. Hört her, ihr Leute. Hiermit verkünde ich im Namen von Herrn Hanusch und Herrn Divish, dass euch, werten Bürgern Rattais, sowie all jenen, die gegenwärtig Schutz bei uns finden, das Recht gewährt wird, nach Pribislavitz nördlich von Burg Talmberg zu ziehen, wo ein neues Leben und ein neues Heim auf euch warten, vorausgesetzt, ihr leistet euren Beitrag zum Wiederaufbau des Dorfes. All jene, die dieses Angebot wahrnehmen, werden für einen Zeitraum von 5 Jahren von ihrer Steuerlast befreit. 5 Jahre, zudem sauber. Zudem ist es ihnen gestattet, die umliegenden Wälder für Holz und den Bach für die Wasserversorgung zu nutzen. Das Dorf Pribislavitz befindet sich im Lehen von Herrn Divish von Talmberg. Und wer sich dort niederlässt, ist ihm fortan treu ergeben. Des Weiteren verkünde ich, dass Heinrich aus Galitz die Verwaltung von Pribislavitz und zu diesem Behufe das Amt des Vogts übertragen wurde. Das Amt und die damit verbundenen Privilegien wurden ihm von Herrn Divish für seine treuen Dienste verliehen. Unseren Freunden aus Galitz sei hiermit angeraten, dieses Angebot gründlich zu erwägen, da sich ihnen in Bälde keine bessere Gelegenheit bieten wird. So. Ja, wie geht's jetzt weiter? Quest abgeschlossen. Tief im Walde. Quest begonnen. Ein neues Zuhause. Muss ich dafür... Sprich mit Meister Locato Marius. Okay, dann muss ich wieder zurück nach Pribislavitz. Das passt. Gespeichert wurde auch. Wir werden aber jetzt... schauen wir uns mal an. Wir werden einen kleinen Umweg machen. Wir schauen nochmal rein. In die Questlog. Also, neues Zuhause, wissen wir jetzt. Liebesherr im Steinschlag, begib dich zum Kloster, befrage die Leute zum Unfall. Das ist ein Freund bis in den Tod. Bringen Erfahrung, wie es Matthias und Fritz geht. Aber zuerst möchte ich eigentlich erst wissen,
Hier, mit der Schlägerei, kostspielige Schlägerei, genau. Das heißt, wir gehen nach Sasau, da haben wir den Mann Gottes plus die kostspielige Schlägerei. Und von Sasau werden wir dann wahrscheinlich über Rovna nach Skalitz reisen, dort den Schatz bergen, in Rovna noch die Kuman erledigen und dann geht's rüber nach Pribislavitz. Das hört sich doch noch einen guten Plan an. Ich überlege gerade, kommt man hier nach Sasau irgendwie besser rüber? Wahrscheinlich nicht, gell? Ne, ich muss hier tatsächlich... Über Ledetschko ist schon der beste Weg nach Sasau. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir machen dann nochmal eine Schnellreise. Ja. Ich glaube, wir machen da nochmal eine Schnellreise. Am besten aber erstmal raus hier aus der Stadt. Ja, das Pferd vom Ratzek packt mitten auf der Straße. Sieht's nur aus mit Hunger. Was essen. Oh. Ja. Ich muss natürlich dem Kowalski mir was zu essen geben. Lass uns noch einmal kurz ins Badhaus gehen, dass wir unsere Klamotten mal wieder instand setzen lassen hier. Dass wir nicht ganz so abgerissen ausschauen. So, das war jetzt viel Organisationskram. Grüß Gott. Ich möchte... Was hättest du denn gerne? Kleider reinigen, ein Bad nehmen. Und ich will... Wie du willst. Hast du Geld? Ja, bezahlen. Gut. Bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Bei Theresa müsst man mal wieder vorbeischauen, ja. Aber jetzt gerade eben würde ich sagen, haben wir ein paar dringendere Angelegenheiten zu erledigen. Ich habe so viele Questgeschichten jetzt gerade offen und ich würde auch ganz gern wissen, wie es denn in Pribislavitz weitergeht. So, komm, wir machen hier eine Schnellreise. So vielleicht nicht, aber so. Ledetschko nach... Wir wollen nach Sasau. Ne, ich möchte da schnell reisen. Jetzt schnell reisen.